Die stickende Dame mit Hund, ein Werk des Tiroler Künstlers Max von Esterle aus dem Jahre 1903. Es entsteht in jener Zeit, in der er an der Münchner Kunstakademie studiert. So wie er werden auch viele andere heimische Künstler in der Zeit der Moderne von bedeutsamen Kunstausbildungsstätten und damit internationalen Strömungen beeinflusst. Welche Stellung nimmt dann aber die Tiroler Moderne genau ein? Lackner hat einmal gesagt, die Tiroler Kunst ist eine moderne Kunst mit Traditionssand im Getriebe. Das heißt schon, also es ist eine gemäßigte Moderne, sie hat keine so ausgeprägte, sei es jetzt auch einen Kubismus oder einen starken Expressionismus gehabt und so weiter, sondern in Tirol wurde alles zwar gestreift, aber am Rande gestreift. Und das macht, glaube ich, das Eigentümliche aus. Das Tiroler Landesmuseum betitelt die Ausstellung bewusst mit der Frage Tiroler Moderne. Der Besucher der Ausstellung bekommt die Werke nicht chronologisch geordnet präsentiert. So beschäftigen sich die ersten beiden Räume mit dem Einfluss der Ausbildungsstätten München und Wien. Das heißt, wir fangen nicht an beim Impressionismus, Jugendstil, Expressionismus. Nicht die Chronologie, sondern die Zusammenschau der Künstler. Und da stehen dann Kunstwerke nebeneinander, ein Putz nehmen, Egalierens und so weiter, was früher nie der Fall gewesen ist, weil sie ja zeitlich überhaupt nicht oder stilistisch nicht zusammengepasst haben. Inhaltlich gibt es aber oft Berührungspunkte. Und das, glaube ich, ist auch die Spannende für die Betrachter, dass er sich jetzt Themen suchen kann oder Themen selbst erarbeiten kann und schauen, wie gehen die Themen zusammen, wenngleich auch die Künstler vielleicht manchmal ganz was Unterschiedliches machen. Die Kunst- und Kulturzeitschrift Der Brenner nimmt in der Tiroler Moderne eine besondere Stellung ein. Sie wird 1910 von Ludwig von Ficker gegründet und ist bald im gesamten deutschsprachigen Raum bekannt. Wir haben den Beginn dann der Tiroler Moderne mit einer Vitrine um den Brenner, um diese Zeitschrift Brenner starten lassen, weil die Zeitschrift Brenner so quasi die erste oder Auseinandersetzung mit der internationalen Kunst ist und der Literatur. Es war das geistige Zentrum und von dort ausgehend haben wir dann vier Themenbereiche entwickelt. Wir fangen natürlich mit Theodor von Hörmann an, weil Hörmann war in München, in Paris, in Wien, aber wir haben erstmals zum Beispiel auch Erich Lechleitner mit eingebunden, der insofern interessant war, weil er wirklich der Einzige war, der sich mit Kubismus zum Beispiel auseinandergesetzt hat. Und wir streifen, zumindest ganz kurz, auch die Jahre 1938 bis 1945 in einer Vitrine. Dies deshalb nur kurz, weil ja im Dezember dann eine große Ausstellung diesem Thema gewidmet ist. Nach 1945 bekommt auch Paris als Kunstzentrum mehr Bedeutung für Tirol. Bis 1960 beeinflusst das französische Kulturinstitut die Tiroler Moderne. Erst dann kommt die Moderne wirklich in Tirol an und die schon von Albin Egaliens kritisierte Tirolerei in der heimischen Kunst verschwindet.